Dieser Film soll in kurzer und übersichtlicher Form sowohl dem Laien als auch der erfahrenen Bedienungsperson die wesentlichsten Aufgaben einer Krones-Etikettiermaschine erläutern. Kleider machen Leute, so sagt schon ein altes Sprichwort und bringt damit zum Ausdruck, dass das äußere Erscheinungsbild als Maßstab für die inneren Werte dient. Eine schlecht etikettierte Flasche erweckt genauso wenig Vertrauen wie ein schlampig gekleideter Mensch. Deswegen ist es wichtig, dass Etiketten gerade sitzen und nicht beschädigt sind. Angezogen werden die Flaschen durch die Etikettiermaschine. Doch diese Maschine muss durch eine verantwortungsbewusste Bedienungsperson geführt und kontrolliert werden. Krones Etikettiermaschinen sind übersichtlich und bedienungsfreundlich aufgebaut und bieten durch den einfach erkennbaren Flaschendurchlauf gute Kontrollmöglichkeiten. Das Transportband bringt die aneinandergereihten Dosen oder Flaschen zur Maschine. Hier zieht die Einteilschnecke den Behälterstrom auf Maschinenteilung auseinander und übergibt die Gebinde an den Einlaufstern. Als erstes übernehmen die Behälter die Etiketten des Vorderaggregates. Das kann eine Kombination aus Rumpf- und Brustetikett mit oder ohne Staniol sein. Die Umstellung erfordert kein Werkzeug und ist mit wenigen Handgriffen durchgeführt. Ein Konzept für Krones Etikettiermaschinen selbstverständlich. Alle zusammengehörenden Teile sind mit der gleichen Ziffer oder Farbe gekennzeichnet und für die Verarbeitung einer Flaschenausstattung bestimmt. Am übersichtlichsten sind diese Teile in einem Garniturenschrank untergebracht. Beschädigungen durch falsche Lagerung sind dadurch ausgeschlossen. Und im Nu ist alles aufgeräumt. Sie dürfen darauf vertrauen, dass alle Krones Etikettiermaschinen sorgfältig eingerichtet sind und störungsfrei arbeiten, da jede Maschine einer genauen Endabnahme unterzogen wird. Trotzdem, kontrollieren Sie, ob alles stimmt, denn einige Dinge können nur Sie an Ort und Stelle prüfen und einstellen und damit Störungen vermeiden. Jede Maschine arbeitet so gut, wie sie gepflegt wird. Störungen werden häufig durch verschmutzte oder verschlissene Teile hervorgerufen. Achtung! Zum Reinigen ist die Maschine abzuschalten. Lagern Sie Bürsten und Schwammrollen nach dem Auswaschen so, dass sie nicht gedrückt oder verbogen werden. So wie hier. Schwammrollen sind nach dem Reinigungsbad auszudrücken. Mit kaltem Wasser werden jetzt das Aggregat, der Flaschen- und Maschinentisch abgespritzt. Wir hoffen, allen Interessenten eine Hilfestellung gegeben zu haben und nehmen Anregungen von Ihrer Seite gerne auf. Ihre Krones Serviceabteilung.